Einen wunderschönen Vormittag auch von meiner Seite, Bibiana Sieberer, ÖPWZ, hallo. Ich freue mich, Sie hier heute auch begrüßen zu können. Gabis Kopp hat schon angekündigt, den nächsten Beitrag, auf den ich persönlich sehr, sehr gespannt bin, die künstliche Intelligenz in der Verhandlung. Wie werden wir morgen wie verhandeln? Das Thema beschäftigt uns in der nächsten halben Stunde oder sogar 50 Minuten. Dazu begrüße ich sehr herzlich einen Diplom-Ingenieur Jörg Höck. Jörg Höck ist Gründer und CEO der Better Solutions Coaching Consulting GmbH und sieht sich selber, und so kann man ihn auch bezeichnen, als einen Pionier der Digitalisierung, der Weiterbildung und des New Office. Bereits seit 10 Jahren arbeitet Jörg Höck in einem virtuellen Team ausschließlich vom Homeoffice. Seine Schwerpunkte sind Verhandeln, Coaching von Führungskräften und Projektteams sowie effektive Personal- und Organisationsentwicklung. Sein Motto: Der Mensch bewegt die Welt. Ja, und dieser Mensch, der die Welt bewegt, mit wem wird er morgen verhandeln? Welche Koalitionen wird es am Verhandlungstisch geben, virtuell oder in Lifetime? Wir sind sehr gespannt darauf. Jörg Höck hat sich auch stark mit dem Thema Psychologie beschäftigt und das spielt hier sicherlich auch eine große Rolle. Sind wir gespannt auf seinen Beitrag und lassen wir uns überraschen, mit wem wir morgen wie verhandeln, wer morgen unser Verhandlungsgegenüber sein wird. Jörg, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf zum Thema künstliche Intelligenz in der Verhandlung. Die gute Nachricht ist vielleicht für viele, es ist noch nicht ganz so weit. Aber wir sind sicher auf dem Weg dahin und das Verhandeln, wie Sie es ursprünglich kennen, wird sich doch nachhaltig verändern. Ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine kleine Reise in die Welt des Einkaufs, wie er bisher verhandelt hat, was er verhandelt, damit wir ein gemeinsames Verständnis generieren und dann darauf zu sprechen kommen, was wird verhandelt, von wem im Einkauf. Und schlussendlich werden wir die Werkzeuge für Verhandlungen anschauen, bis hin zur künstlichen Intelligenz, beziehungsweise was davon heute schon eingesetzt wird. Und wenn die Zeit dann noch ausreicht, werde ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen vielleicht das ein oder andere auch noch zu zeigen, je nachdem, wie Sie so drauf sind. Damit wir die Sachen auch tatsächlich nutzen, habe ich mir vorgenommen, das Ganze auch ein bisschen interaktiv zu gestalten und lade Sie jetzt schon mal ein, Ihre Handys hervorzuholen, weil gleich dürfen Sie auch Ihre Handys nutzen, nicht nur um nebenbei zu telefonieren, sondern vielleicht auch um Abstimmungen und Votes zu machen. Sie bekommen alle Abstimmungsergebnisse selbstverständlich auch mit den gezeigten Unterlagen hinterher als PDF von mir, beziehungsweise vom ÖPWZ. Ja, ganz kurz zu meiner Firma, die Better Solutions, ist eine ursprünglich Trainingsfirma, die sehr stark auch im Coaching ist und wir gehen im Moment auch in den Bereich Consulting, um dort auch das Thema Verhandlungsintelligenz nach vorne zu schieben. Und wir arbeiten inzwischen mit einem Team zusammen, was auch sehr stark mit dem Vertrieb, mit Vertriebstrainern unterwegs ist. Das heißt, wir machen beide Seiten und gehören damit zu den wenigen, die tatsächlich die Vision eines Negotiation Intelligence Centers schon wirklich leben, mit beiden Seiten optimale Lösungen versuchen zu erarbeiten. Doch genug der langen Vorrede. Eine Frage: Kennen Sie Mentimeter? Meistens muss man es ein bisschen ausprobieren. Deswegen gehen Sie auf Ihr Handy, geben Sie menti.com ein und tragen dort den Code 3463207 ein. Und dann können Sie schon so gut wie abstimmen, ja? Einer ist schon da, perfekt. Oh. Nein, das ist einfach hier die Maske, die auftaucht. Okay, ich werde immer wieder auch einen Countdown eingeben. Dies ist nur ein Countdown sozusagen zum
vorführen. Ja, sind wir schon bei 16 zu 6. Mhm. Prima, das war ein Test und ich hatte mir ursprünglich gedacht, wie gehe ich denn jetzt vor, und ich wollte Aussagen machen, wie geht es denn dem Einkauf, was ist mein Eindruck, wie er durch die Krise gekommen ist, durch den Covid-Shutdown, und ich habe jetzt im Prinzip eine Folie gemacht, wo ich im Prinzip so Thesen gerne von Ihnen hören möchte, und Sie können jetzt sozusagen abstimmen, wie Ihre Sichtweise ist. Aus meiner Wahrnehmung nach hat der Einkauf Stärke bewiesen im Shutdown und seine Reputation verbessert. Das Budget wird rigoros zusammengestrichen oder gekürzt und dann auch eingefroren. Es ist das Hoheitsmandat des CFO. Wir haben festgestellt, dass virtuelle Verhandlungen wahrscheinlich Zeit und Kosten sparen können. Nachdem die ganze Aktion, die kurzfristige Umstellung ins Homeoffice gelaufen ist, ja, und die Firma spart wahrscheinlich auch beim Personal. Und meine Befürchtung ist, dass der Einkauf mit unverhältnismäßig weniger Personal auskommen muss, mittelfristig. Und dass wir tatsächlich nicht mehr die Kraft haben im Einkauf, mehr als die operativen Dinge und die Versorgungssicherheit zu machen. Die ersten Meldungen kommen rein, es haben 4 Leute abgestimmt. Okay. Sind doch gute Nachrichten, die da reinkommen. Und bei dem Restart, und wir müssen uns wahrscheinlich daran gewöhnen, dass wir den Restart tatsächlich machen müssen, auch wenn es Covid weitergibt. Sondern ich glaube, wir müssen aus dieser Schockstarre heraus und mit Covid weiter zurechtkommen. Ich gebe noch ein ganz klein wenig Zeit. Man kann hier tatsächlich einen Timer einstellen, der auf 30 Sekunden, sodass Sie wissen, wann vorbei ist. Ich bin froh, dass die Budgets nicht rigoros gestrichen und eingefroren werden. Jetzt kommen die gestrichene Budgets haben noch rein. Ja, okay. Herzlichen Dank für Ihre Ergebnisse dort. Und ich gehe jetzt tatsächlich zum nächsten Slide. Und die Frage ist, sind Verhandlungen komplex und individuell? Und als ich angefangen habe damit, war es für mich vollkommen klar, Verhandlungen sind komplex und individuell. Und wir haben die Problematik, dass jeder eine eigene Persönlichkeit mitbringt, dass jeder in einer besonderen Organisation ist und das alles vielleicht noch in einer anderen Kultur, wenn wir international verhandeln. Wir haben den Markt, der sich verändert. Wir wissen heute kaum noch, rollierende Pläne zu machen. Wie sieht die Zukunft aus jetzt nach Covid? Das wird entsprechend schwierig. Und trotzdem müssen wir eine Vereinbarung treffen über das, was wir zu verhandeln haben. Und oben drüber stehen unsere unternehmerischen Ziele. Das heißt, aus meiner Sicht ist alleine das als Vorbereitung, als Landkarte, um Informationen zu sortieren, sieht schon ziemlich komplex aus. Und ganz ehrlich, ich trainiere und begleite Verhandlungen seit mehr als 20 Jahren. Und seit Anfang an benutze ich immer 3 Standardfälle, dieselben 3 Standardfälle. Und die habe ich, glaube ich, 1000 Mal insgesamt jetzt durchgeführt. 600 Mal habe ich nur zugeschaut, aber 400 Mal habe ich alle selber auch trainiert in One-on-One. Und was ich Ihnen verraten mag, ganz ehrlich, es ist tatsächlich so, dass alle 400 Fälle mit den unterschiedlichen Teilnehmern tatsächlich unterschiedlich waren. Und dann habe ich aber dahinter festgestellt, dass dahinter für mich Strukturen des Erfolges erkennbar wurden. Dass ganz klar war, in diese Richtung, da wird der Mensch erfolgreich sein, hier wird er weniger erfolgreich sein. Und ich habe
angefangen zu erkennen, dass es so etwas gibt. Es gibt Argumente, Argumentationsketten, die erfolgreich sind. So wie ein Schachspieler mehrere Züge vorausdenken kann, kann man auch hinterher sozusagen quasi Drehbücher schreiben. Das haben wir dann angefangen auf E-Learning abzubilden. Und das kann ich Ihnen hinterher auch mal zeigen, dass das relativ einfach vorzudenken ist. Und die Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, dass viele Leute aber noch dastehen, dass Verhandlungen komplex und individuell sind. Und deswegen möchte ich Ihnen hier auch nur ganz kurz die Gelegenheit geben, Ihre Meinung zu äußern. Sind Verhandlungen nun wirklich komplex und individuell? Weil wenn Ihnen das so Ihre Meinung ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird es mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Verhandlung vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, danke für die Rückmeldungen. Keiner sagt nein, das habe ich befürchtet. Wir werden da noch näher drauf eingehen und Sie komplett dahin führen, dass Sie erkennen, dass es Verhandlungen gibt, die extrem gut vorhersehbar sind. Und es gibt natürlich die Verhandlungen, die anspruchsvoll sind, die wirklich nur mit menschlichem Wissen heute abbildbar sind. Ja, gehen wir weiter. Dann behaupte ich heute, Verhandlungen sind doch planbar. Es gibt diese Strukturen des Erfolges. Und wie kommt man dahin? Und auf welche Verhandlungen trifft das denn überhaupt zu? Schauen wir uns doch einfach mal an, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, Verhandlungen zu kategorisieren. Und da möchte ich Ihnen ein Bild vorstellen, Systemkategorien sozusagen nach dem Sinefin-Modell. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon kennt. Es ist ein Scrum, ein Softwareentwickler gewesen, der das entwickelt hat aus Wales. Und er hat die Welt unterteilt sozusagen in Chaos, schnelle Veränderungen ohne erkennbare Ursachen. Märkte, die sich ziemlich schnell bewegen, ohne dass man das wirklich erkennen kann, wie die Zusammenhänge sind. In diesem System wird man erfolgreich, wenn man handelt, wenn man Chancen zugreift und die Dinge angeht. Das ist im Prinzip auch das Feld des Unternehmers. Ich sehe unternehmerische Chancen, die da wild herumflirren und ich muss einfach zugreifen. Und dann geht es häufig in das komplexe System. Ein komplexes System ist nicht wirklich vorhersehbar, sondern ich habe Rückkopplungen und Schleifen und ich muss dort ausprobieren. Das ist heute das, was wir in dem Bereich Agilität beschreiben. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Produktentwicklungen extrem anspruchsvoll sind, weil wir über Chaos, komplexes System dann die Produkte in ein kompliziertes System überführen müssen oder in ein einfaches System. Das einfache System, das ist eigentlich das, was wir in der Produktion kennen. Dort gibt es klare Ursachen-Wirkungsbeziehungen. Da gibt es so etwas wie richtig und falsch. Und hier werde ich erfolgreich, indem ich bewerte. Das merkt man auch manchmal, wenn man mit den Produktionsleuten zusammenarbeitet. Mit einem komplizierten System, da ist es ein bisschen anspruchsvoller, da gibt es vielfältige Ursache-Wirkungsbeziehungen, aber sie sind noch analysierbar. Das heißt, das ist der Grund, warum viele Firmen auch dann Controller haben, die Zahlen, Daten, Fakten analysieren und Führungskräfte. Das ist sozusagen da, wo Wirtschaft höchst erfolgreich und wirtschaftlich wird. Ja, und bitteschön, was hat das denn nun mit dem Thema zu tun, Verhandlungsführung? Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir Verhandlungen im Einkauf hier mal zusortieren in diese Modelle. Wir fangen jetzt einfach mal unten rechts an. Verträge, Klauseln, Zahlungsziele, Lieferterminverhandlungen, Reklamationen, das sind Verhandlungen, die tatsächlich im einfachen Bereich stattfinden, häufig. Es gibt natürlich Ausnahmen davon, ich habe das hier mal geschrieben, komplexe Reklamationen, wenn die Ursache nicht klar ist, dann wird daraus relativ schnell eine anspruchsvolle, kompliziertere Verhandlung. Preisverhandlungen gehören für mich hier rein.
Eskalation einfacher Verhandlungen, Investitionen und Dienstleistungen, interne Verhandlungen mit Stakeholdern bitte nicht vergessen. Die gehören für mich häufig auch in den komplizierten Bereich. Qualifizierte Ziele mit Lieferanten zu verhandeln über geistiges Eigentum, offene Kalkulation, Umsatzbeteiligung, das ist schon meistens kompliziert, manchmal auch dann komplex, gerade wenn es um geistiges Eigentum geht, was man gemeinsam entwickelt. Und da gibt es sozusagen keine Musterlösung. Auch hier muss ich verschiedene Argumentationsstränge ausprobieren, um zu einem Erfolg zu kommen. Entwicklungsverträge. Wie stelle ich die Weichen so, dass die Entwicklung tatsächlich auch positiv wird? Da muss man relativ lange dran rumprobieren, bis es dann in der eigenen Firma auch richtig klappt. In den Bereich Chaos kommen wir rein. Wenn wir Brainstorming machen, finden wir gemeinsam Geschäftsanknüpfungspunkte oder bei Strategiegesprächen, wo sozusagen die Chancen willkürlich vorbei driften und ich dann sage, okay, die greife ich mir jetzt mit meinem Lieferanten und arbeite daran weiter. Komplexe Investitionen und Dienstleistungen, das ist sicher etwas, was tatsächlich in den Bereich komplexe Verhandlungsführung gehört. Konflikte lösen, auch hier muss ich permanent ausprobieren, den Weg der Konfliktparteien zueinander zu finden. Das kann ich nicht durch Analysen vorher vorhersagen. Und insofern hilft uns dieses Schünefin-Modell zu verstehen, wo die Komplexität steigt und wo es relativ einfach ist. Und wenn wir uns heute anschauen, was im B2C-Bereich hier funktioniert, dann haben wir hier häufig auch schon Chatbots. Und im B2C-Bereich merkt man gar nicht mehr so richtig, dass es da nur noch Chatbots sind, die hier auf der anderen Seite sind. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Themen. Wie viele Verhandlungen haben wir denn? Ja, insgesamt. Wie ist denn die Aufteilung? Vertragsverhandlungen, Reklamationen, Liefertermine. Hier habe ich diesmal abgeschätzt, dass das insgesamt 25% ausmacht. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Deswegen kriegen Sie das hinterher auch gleich nochmal als Frage serviert, ob diese Schätzung richtig ist. Und es sind für mich Verhandlungen, definiere ich, Kommunikation, die eine Vereinbarung beabsichtigt. Und insofern müssen wir auch mit unseren internen Stakeholdern verhandeln, weil wir auch mit denen eine Vereinbarung brauchen. Wie gehen wir mit dem Lieferanten um? Wann treffen wir uns? Etc. Das sind für mich auch teilweise Verhandlungen. Allerdings häufig auch sehr einfachere dann, je nach Vertrauensverhältnis. Das war meine Schätzung und dann bitte ich Sie jetzt um Ihre Werte. Tragen Sie doch bitte die prozentualen Anteile ein, damit Sie vielleicht auch für sich selber einen Überblick bekommen, was Ihre Schätzungen zurzeit sind. Und es kann natürlich sein, dass der operative Einkauf oder der Supply Chain, die Supply Chain Organisation diese Verhandlungen führt, dass die QS vielleicht ein Teil der Verhandlungen führt, dass sie vielleicht auch gar nicht alle Preise und Produkte, neue Produkte, Dienstleistungen verhandeln bis zu einem bestimmten Betrag, sondern dass das ihre Stakeholder wären. Und da wäre es natürlich schon auch gut, wenn sie sozusagen ihr Wissen dort mit reingeben könnten. Ihr Fachwissen dazu, wie die Dinge aussehen. Okay, es haben 2 Leute abgestimmt schon, 3. Wir sehen wahrscheinlich das erst hinterher. Ich lasse die Folie noch ein bisschen dran. Für mich geht die Entwicklung sozusagen, wo wir welche Methoden einsetzen, wird sozusagen von den einfachen Verhandlungen zu den komplizierten Verhandlungen gehen und wird weiter zu den komplexen gehen. Und irgendwann auf dem Schritt von den komplizierten zum komplexen, da brauche ich dann so etwas wie künstliche Intelligenz. Die Chatbots könnten heute eigentlich schon Drehbücher abbilden. Und da ist für mich auch häufig die Frage, ja, warum sind die Leute eigentlich gar nicht so dabei, dass sie sagen, Mensch, ich nutze irgendwie Drehbücher,
das liegt eben an dem Glaubenssatz, dass viele Leute immer noch glauben, Verhandlungen sind wirklich individuell. Das Gegenbeispiel, was ich erlebt habe, ist dazu, in einem Callcenter ist es vollkommen klar, da gibt es diese Leitfäden, werden sie dort genannt. Und im Vertrieb wird viel intensiver an den erfolgreichen Drehbüchern gearbeitet. So können Sie davon ausgehen, dass alle Preiserhöhungen mit Drehbüchern unterstützt werden. Das heißt, die Leute, die zu Ihnen kommen, haben einen Teil dessen erlebt, was ich Ihnen hinterher auch vorführen werde. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was passiert denn da? Da gibt es also spieltheoretische Verhandlungssimulationen, aus denen werden hinterher Verhandlungsoptionen abgeleitet. Es gibt die Analyse von Gesprächen, Schlüsselworte und Muster sozusagen, die erfolgreich machen sollen. Wenn Sie da ein Beispiel brauchen, googeln Sie einfach mal gong.io. Gong untersucht Vertriebsdaten. Also jedes Gespräch wird aufgezeichnet, wird transkribiert automatisch und dann wird sozusagen die Pause gemessen. Es wird nach den richtigen Worten gesucht, um dann herauszufinden, ob derjenige Verkäufer jetzt erfolgreich war oder nicht. Und dann kommt hinterher heraus, du musst mehr Fragen stellen, du musst mehr dieses oder jenes machen. Das ist sozusagen der erste Ansatz, weil dort komme ich an Muster heran über diese Datenmengen. Und das ist eigentlich das, was künstliche Intelligenz braucht heute. Sie werden sich wundern, aber es gibt inzwischen Automatismen, die Analyse von Stimmen machen und daraus Emotionen ableiten. Auch das ist heute kein Hexenwerk mehr. Es gibt Leute, die das tatsächlich auch schon in Vorstellungsgesprächen versuchen einzuführen. Ja? Es ist sicher auch denkbar, die Analyse von Mimik und Gestik abzuleiten, um daraus Emotionen abzuleiten oder sich selber zu optimieren. Weil gerade mit virtuellen Verhandlungen können Sie sich sicher vorstellen, wenn jetzt hier hinter noch eine Kamera wäre und ich würde mich aufnehmen, dann hat das gar keinen Einfluss auf irgendwas mit Datensicherheit, sondern ich nehme ja nur mich auf und kann das dann anschließend zu einem Coach schicken und mich optimieren lassen sozusagen. Jetzt kommen wir zum ganz komischen Thema, Computer verhandeln mit Computern. Wir wissen alle, dass in den Niederlanden daran geforscht wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das tatsächlich funktioniert. Also ob das der Ansatz, glaube ich, geht eher über rationale Entscheidungs- und Preisbildungsmodelle. Dieses Modell macht mir auch so ein bisschen Angst, Computer verhandeln mit Computern, weil ich dann das Gefühl hätte, ich habe auch keine Kontrolle mehr darüber. Ja? Und das ist schwierig. Ich persönlich bevorzuge den Ansatz, den wir verfolgen hier, Negotiation Intelligence. Wir messen sozusagen, was wirkt in einer Verhandlung, aber dazu kann ich Ihnen gleich noch ein bisschen mehr Überblick geben. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Was hindert uns eigentlich daran, dass künstliche Intelligenz schon großflächig eingeführt wird? Aus heutiger Sicht fehlen noch die Datenmengen, um das Thema nach vorne zu bringen. Wir brauchen relativ viele Daten und das gilt für alles. Und dann sind wir natürlich bei Stimmaufzeichnung, Mimik und so weiter auch in dem Bereich der Datenschutzverordnung. Ich müsste das dem anderen sozusagen vorher fragen und ich müsste das dann vielleicht aufzeichnen. Deswegen in Europa, glaube ich, brauchen wir da über diese Themen Analyse von Gesprächen, wo Worte aufgezeichnet werden, um sie hinterher zu durchsuchen. Stimmen und Mimik kann ich mir kaum vorstellen, dass das so schnell, so einfach passieren wird. In den USA, glaube ich, ist man da ethisch gar nicht so zimperlich oder man hat auch gar kein Bewusstsein dafür. Fest steht jedenfalls, dass dieser Markt ein extremer Zukunftsmarkt ist und er wird im Wesentlichen vom Verkauf getrieben, aus meiner Sicht, weil die Verkäufer haben einen ganz anderen Druck, dass sie das auch tatsächlich einsetzen. Und weil die wollen verkaufen, es gibt im Verkauf keinen zweiten Platz, den gibt es einfach nicht. Ja? Und deswegen bitte richten Sie sich darauf ein, dass es
Leute gibt, die immer mehr in diese Richtung gehen, mit Drehbüchern zu arbeiten. Jetzt kam bei mir die logische Schlussfolgerung, wenn wir jetzt so weit sind und was kann man denn jetzt in welchen Bereichen für welche Verhandlungen einsetzen? Und das ist für mich die heutige Schlüsselfolie für Sie. Hier, wie gesagt, seit 20 Jahren mache ich das. Wir kennen relativ viel davon. Und wir haben das mal so einsortiert hier. Wo gehört was hin? Also Checklisten gehören in den einfachen Bereich. Virtuelle Verhandlungen kann man einfach und kompliziert. Bei komplex würde ich sagen, wird es ein bisschen schwierig. Sie finden hinter den jeweiligen Systembezeichnungen hier hinter nochmal den Erfolgsfaktor. OBEA, das ist mehrere Leute sitzen zusammen und versuchen in einem Projektraum die Dinge zusammen zu puzzeln und ein Optimum herauszuarbeiten, hoffentlich nach einem konzentrierten Prozess. Dann haben wir das Thema Negotiation Intelligence, was langfristig, glaube ich, zu teuer wird für das Thema einfache Verhandlungen. Und hier haben wir das Thema Chatbots, die, wenn die besser werden, wirklich eingeführt werden. Und ich glaube auch, dass wir die hinterher gar nicht mehr wirklich uns wegdenken können. Die Eskalationen von Lieferterminverhandlungen und so weiter, das kann ich mir dann vorstellen, das könnte schon wieder schwieriger sein. Man bräuchte dort Erfahrung. Deswegen sind wir im Moment so aufgestellt, dass wir sagen, wir gehen mit Negotiation Intelligence vorwärts und gucken, was ist dann eher etwas für Chatbots oder wo kommen wir hier an die Grenze ran, wenn wir auswerten und müssen doch in die Richtung Rollenspiele, Dryruns und ähnliche Themen reingehen, um da weiterzukommen. Ja. Hier sehen Sie Drehbücher und Leitfäden, die tendenziell auch ins Komplizierte gehen. Zumindest können Sie Argumentationsketten definieren und dann feststellen, nämlich diese Argumentationskette oder eher diese Argumentationskette. Und da können Sie sozusagen hier noch beibringen, wenn der so und so sich verhält, der Gegenüber, dann mach bitte das. Wenn der sich so und so verhält, gehe bitte dahin. So, so weit, so gut. Jetzt mal eine ganz kritische Frage an Sie. Was wissen Sie denn wirklich von Ihren Verhandlungen? Wissen Sie wirklich, was Verhandler erfolgreich macht? Meine Erfahrung ist, dass die Leute nach 2, 3 Minuten eigentlich nicht mehr Details beschreiben können in einer Verhandlung, sondern es ist irgendwie ein Gefühl, was überbleibt. Es sind ein paar Details, die mir aufgefallen sind, weil unser Gehirn gar nicht mehr diese Datenmengen laden kann. Ja? Also das heißt, wenn ich nicht wirklich mit Video aufzeichne, kriege ich die Verhandlung nicht wirklich mit. Das Einfachste wäre natürlich, alle Verhandlungen mit Video aufzuzeichnen und sie dann zu analysieren. Geht aber nicht. Ist in vielen Fällen verboten. Ja? Also die Erfolgsrezepte erfolgreicher Verhandlerinnen zu kopieren, das wäre doch eigentlich was Schönes. Oder aber auch zu wissen, in welchen Kontexten, in welchen Industrien muss ich wie argumentieren. Weil ich glaube nicht, dass es in jeder Industrie gleich ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es so individuell ist, dass jeder sagt, ich weiß, wie es für mich am besten geht. Das glaube ich auch nicht. Wir kommen dazu gleich. So, was ist Negotiation Intelligence? Wir machen mit einer Software sozusagen softwaregestützt Planungselemente, weil wir häufig feststellen, dass die ganze Vorbereitung stiefmütterlich gemacht wird und jeder weiß, der verhandelt, eigentlich ist die Vorbereitung 90% des Erfolges. Deswegen ist das gerade für Anfänger wichtig, dass sie das hier machen. Dann kann ich das online oder vor Ort nutzen. Entweder auch zu zweit oder alleine. Und ich kann dann hinterher aber noch Daten analysieren. Und da gibt es einen Gag dabei, den zeige ich Ihnen hinterher gleich. Gedacht ist dieses als Produktivität, als Produktiv- und Trainingssystem. Ja?
Und wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns mal so ein Drehbuch an. Was ist so ein Drehbuch? Also da sieht man hier, wir analysieren gemeinsam die Situation. Wir sammeln im Prinzip Zahlen, Daten, Fakten. Hier gibt es das Thema Zielsetzung, kann definiert werden. Auch da erreiche ich schon mal, wenn Leute ihre Zielsetzung schriftlich festhalten, dass es viel konkreter werden, dass sie hartnäckiger verhandeln, dass sie intensiver verhandeln mit dem Gegenüber. Dann das Thema Profiling. Das kann man noch mit reinnehmen, muss man aber nicht, weil es auch hier DGSVO-Probleme gibt. Ja. Dann ist häufig der erste Schritt eine Einleitung, Smalltalk. Und dann gibt es eben die Art, gehe ich eben diesen Weg lang oder gehe ich diesen Weg lang? Und das kann ich dann hier sozusagen im Smalltalk entscheiden und bekomme Entscheidungshilfen zugeführt. Das ist jetzt noch menschliche Intelligenz, weil wir unsere Kriterien, wie wir entscheiden, als erfahrene Verhandler dort hineinpacken und sagen, das musst du eher so machen oder musst eher den Weg gehen. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dann möchte ich Ihnen tatsächlich zurufen, die Digitalisierung macht auch vor Verhandlungen nicht Halt. Ich hoffe, das habe ich Ihnen jetzt sehr systematisch dargestellt. Und ich glaube, dass hinter Gong.io hat jetzt, glaube ich, mehrere Millionen an Venture-Kapital bekommen. Die wollen jetzt nach Europa. Die werden im Vertrieb mit diesen Datensammlungen vielleicht anfangen. Und dann werden wir runtergehen müssen. Und sie werden sicher auch dann die Möglichkeit von Drehbüchern einsehen und durchführen. Ja. Also die Digitalisierung, das sind meine Thesen. Der Ergebnisbeitrag von Verhandlungen wird häufig noch unterschätzt. Von Verhandlungen in der Firma. McKinsey propagiert im Wesentlichen auch heute, dass Vertrieb und Einkauf zusammenspannen müssten und schlägt das Thema eines Chief Negotiation Officers sogar vor, der mit seinem Team die Leute ausbildet. Das ist so ein bisschen am Vertrieb abgeguckt. Der Vertrieb ist dort, glaube ich, viel besser aufgestellt, wenn man sich dann anschaut. Es gibt eine eigene Trainingsmannschaft und Coaches, die neue Leute ausbildet und heranführt, je nachdem, wie groß die Organisation ist. Ja. Wow. Herzlichen Dank für Ihre Meinungen. Ich stelle mal den Timer hier ein, damit Sie wissen, muss ja auch nicht jeder dazu antworten. Danke für den Überblick. Ansonsten ich würde jetzt dann gerne auch zeigen, wie man so etwas datenmäßig halbwegs erfassen kann und das Ihnen auch ein bisschen näher bringen gleich. Jetzt warten wir aber erstmal ab, bis das hier sozusagen durch ist. Voting is closed. Ich möchte Ihnen sozusagen die erste Stufe näher bringen, die wir gemacht haben. Das ist eine Argumentationskette zum Thema Erhöhung von Preisverhandlungen. Und ich spiele Ihnen die einfach vor und Sie können für sich mal aussuchen gleich, wie Sie antworten würden. Das ist unser Verkäufer hier. Und der redet mit einer Einkäuferin natürlich. Und die Einkäuferin hat jetzt die Auswahl, wie könnte sie darauf reagieren? Und dadurch, dass es direktes Material ist, sagt sie jetzt, das gibt die Kalkulation nicht her, dann wird unser Verkaufsprodukt zu teuer. Jetzt schicken wir das mal ab und können jetzt überlegen, was sagt der Verkäufer? Der Verkäufer sagt jetzt so etwas wie, ja, trotzdem müssen wir aber die Erhöhung zum so und so vielten durchführen. Ja? Das ist eigentlich nicht wirklich die beste Antwort, glaube ich, aber da kommen wir später dazu.
Welches Jahr könnte sie jetzt sagen, weil er ein bisschen unangemessen reagiert hat, wenn der Verkäufer jetzt sehr dominant ist, müsste sie das wahrscheinlich sogar sagen. Sie entscheidet sich aber sachlich zu bleiben und ihm eine zweite Chance zu geben. Wie setzten sich die 5% zusammen? Und die Frage ist, was hätten Sie jetzt an der Stelle geantwortet? Ja? Die möglichen Gegenargumente des Verkäufers, er gibt jetzt einen Teil der Kalkulation mal preis. Und sie sagt, was sagt denn das Bundesamt der Statistik dazu? Jetzt ist so die Frage, wie gut war sie denn jetzt? Und dann kommen wir hier auf 21 von 40 möglichen Punkten. Wie haben wir das gemacht? Jetzt kann man sich das sozusagen anschauen und gucken. Das waren so die ersten Ideen, wie wir angefangen haben. Wir haben hier eine Zahl eingeführt von 0 bis 10, um festzustellen, was ist denn jetzt hier wirklich sinnvoll oder nicht. Und hier wäre wahrscheinlich diese Antwort aus unserer Sicht die beste gewesen, als offene Frage. Und hier könnte man eine Begründung eintragen. Und so haben wir im Prinzip alle Antworten mit einer Richtigkeitsfaktor oder Wirkungsgrad belegt von 0 bis 10. Und das ist, glaube ich, für mich einer der entscheidenden Durchbrüche in meinem Kopf gewesen, um Verhandlungen tatsächlich auswertbar zu machen. Ja, so können Sie hier im Prinzip sich durchklicken. Wir verfolgen das heute eigentlich kaum noch, weil wir dann unseren Partner gefunden haben, Bauer Solutions. Und hier handelt es sich um eine Software, das ist zum Beispiel ein Demo-Playbook, mit dem wir arbeiten, wo wir hier sagen, hier gibt es die Elemente der Verhandlungsplanung, da kann man Zahlen, Daten, Fakten reinschreiben, da muss eine Zieldefinition rein, vielleicht muss der Chef sogar noch genehmigen. Und das ist sozusagen, das Drehbuch ist frei programmierbar hier. Jetzt kann ich nach den Gründen für die Preiserhöhung fragen. Das wäre die sicherste Frage zur Antwort. Und jetzt sehen Sie hier wieder dasselbe. Er reagiert darauf und fängt an, mir das darzulegen. Und dann gebe ich dem hier einen neuen mit. Oder er bildet einen Einwand und sagt, ich will meine Kalkulation nicht offenlegen. Auch das wäre frei programmierbar. Ja. Und dann kann ich hier sagen, Mensch, das entspricht aber nicht unserem Vertrag. Wir haben einen Vertrag, ja, das müssten Sie eigentlich. Oder ich kann dann entsprechende Eskalationsstufen bringen. Hierbei handelt es sich jetzt um ein Ausbildungsbuch, was man zwei- oder dreimal mit uns durchgehen kann, um sich dran zu gewöhnen. Sie kennen das ja, Sie laden sich eine App runter und schon fangen Ihre Probleme an, weil Sie nicht ganz genau wissen und Sie müssen sich ein bisschen eindenken und einarbeiten, bis Sie die App fließend bedienen können. Ja? Sie müssen einigermaßen intuitiv sein, aber für einen Einsatz in einer Verhandlung ist es vielleicht nicht ganz so optimal. Jetzt im Moment, und deswegen lassen wir dann die ganzen Erklärungen weg, wenn Sie das zweimal gemacht haben, können Sie es hier so durchführen. Ja, und dann ist die Frage, eigene Vorschläge zu machen. Und worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, und dann kann ich jetzt sagen, ja, das wirkt oder das wirkt eben nicht. Und dann kann ich hier Notizen machen. Und wenn ich beim Notizen machen faul bin, kann ich hier sogar meine eigene Sprache nur festhalten, um die dann hier reinzubringen und durch einen Klick hier rüber zu transportieren. Aber ich möchte nicht so sehr darauf eingehen, sondern die grundsätzliche Fragestellung, die wir heute nicht beantworten können, ist, ist es sinnvoll, erst mit Gründe der Preisveränderung anzufangen oder mit dem Abblocken der Preisforderung? Schauen Sie mal, das ist eigentlich Ihre unternehmerische Verantwortung. Was können wir dazu, wenn in Ihrem Markt gerade Wirren auftauchen? Das ist Ihre Verantwortung, damit umzugehen und bitte kommen Sie nicht zu uns Kunden damit. Und dann das Thema, mache ich eigene Vorschläge? Mache ich die so? Anker ich ein Maximalziel für mich vorab? Sage ich vielleicht, es ist spannend, dass Sie die Preise verändern wollen, aber ganz ehrlich, bei uns, wir bräuchten eigentlich minus 6%.
Und wir sehen da Potenzial bei Ihnen aus den und den Gründen, Digitalisierung des Vertriebs etc. etc. Oder ich muss sagen, ja, schauen Sie, Covid hat bei mir das und das losgelöst und jetzt müssen wir erstmal das machen, ja. Und wir haben eine relativ hohe Vergleichbarkeit. Wir haben demnächst wieder die Runden über Preiserhöhungen, die kommen werden, in vielen Fällen. Und da könnte man ausprobieren dann, die ersten drei mache ich mal so rum und die anderen drei mache ich mal so rum in einer anderen Reihenfolge und könnte dann messen, was ist jetzt wirklich besser? Fakten, Daten basiert. Ich glaube, dass das in Zukunft bedeutsam wird. Und ich glaube auch, dass wir dann lernen werden, diese Daten auch sauber auszuwerten und damit auch effektiver werden in den verschiedenen Situationen, mindestens bis zum komplizierten Bereich. Moment sind wir dabei und überlegen auch noch, kann ich ein Modell hinterlegen, dass ich Argumenten eine gewisse Emotionalität abbilden kann. Das ist, glaube ich, dann, wenn ich in den komplexen Bereich rein möchte, brauche es einen anderen Ansatz für künstliche Intelligenz, dass ich sozusagen Emotionen und Entscheidungsoptionen von Emotionen abschätzen und abwägen kann und dann dementsprechend die Emotionalität ein- oder ausschalten kann. Aber das geht leider auch erst dann, wenn wir tatsächlich wissen, welche Daten oder welche Argumentationsketten, welche Drehbücher in welcher Reihenfolge sind für welche Verhandlungsgegenüber wirklich gut. Ja, damit bin ich im Prinzip am Ende meines Vortrages und freue mich jetzt auf Fragen. Ich war so im Plus, dass keiner gemerkt hat, dass ich jetzt aufhöre, gell? Ja, Jörg, vielen Dank für deine sehr interessanten Ausführungen. Eine Frage hätte ich da. Ich meine, es ist natürlich sehr spannend, also all diese Sinefin und die Charts und so weiter, die du uns gezeigt hast und was künstliche Intelligenz alles kann. Und man kann sicher damit sicher viel planen, analysieren, katalogisieren oder sich eben Grundlagen finden und so weiter. Was mir aber bei dieser ganzen Geschichte mit künstlicher Intelligenz fehlt, ist das Individuum. Persönliche Befindlichkeiten, ja, der persönliche Hintergrund meines Gesprächspartners, seine Vorlieben, Ablehnungen, persönliche Erfahrungen, Probleme, Charakterzüge und so weiter, sprich eine gewisse Menschenkenntnis und Bauchgefühl, finde ich, ist bei Verhandlungen absolut wichtig und nicht zu unterschätzen. Und da sehe ich ehrlich gesagt mit künstlicher Intelligenz keine Hilfe, was das betrifft. Also das, was eigentlich künstliche Intelligenz machen müsste, da bin ich mir einig, künstliche Intelligenz müsste das abbilden, damit es künstliche Intelligenz ist. Soweit sind wir noch nicht, die Emotionalität des Menschen abzubilden und den Charakter abzubilden. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in 10 Jahren spätestens der Fall ist. Spätestens mit ersten Modellen das abzubilden. Und wir werden dann genauso erstaunt sein, wie ich über die ersten Chatbots erstaunt war, die mir passgenau die richtigen Fragen gestellt haben und wo ich dann mit dem Chatbot geantwortet habe und, und. Ja, also es hat mich tatsächlich überrascht, wie gut im B2C-Bereich Chatbots sind. Das war eine Entwicklung, die ich so nicht habe kommen sehen. Und ich glaube, dass wir die Entwicklungsleistung von künstlicher Intelligenz bei weitem überschätzen. Ich warne allerdings auch davor und sage, der Mensch sollte die Hoheit über gewisse Entscheidungen einfach nicht nach außen geben.
Ja? Und da, wo wir uns einig sind, der Mensch sollte in diesem Thema, welche Chance ergreife ich, in diesem eher chaotischen System, sollte er zupacken und dann, und das wird ein Computer so nicht können. Wenn wir das dem Computer überlassen, diese chaotischen Entscheidungen zu treffen, worauf setze ich, auf welche Chance setze ich, dann geben wir das Menschsein aus der Hand. Ja? Und das sollte nicht passieren. Deswegen braucht es auch eine Ethik dahinter. Aber ich glaube, wir werden es erleben, genauso wie das Marketing es erlebt hat. Das war früher Geisteswissenschaften, sozusagen nach dem Motto, ich weiß nicht, welche 50% ich wegwerfe, aber ich weiß, dass ich 50% wegwerfe. Und heute ist Marketing eigentlich ziemlich genau datengetrieben im Online-Marketing, wenn man sich das anschaut. Da gibt es keine Zufälle mehr. Und genauso wird sich die künstliche Intelligenz reinfressen in den einfachen, komplizierten Systemen und anfangen, ihre Wege zu formen und besser zu werden. Und der Vertrieb wird es machen, egal ob es der Einkauf macht oder nicht. Der Vertrieb wird es machen. Die sind schon weiter wie wir. Na gut, dann vielleicht können wir uns dann von dort etwas abschauen und das für uns Einkäufer dann umdrehen gewissermaßen. Ja, okay, zumindest sollte man wissen, wie die Sachlage heute ausgearbeitet ist, ja. Und sich darüber im Klaren sein, dass die andere Seite schon damit arbeitet, ja. Gut, vielen Dank, Jörg. Es sind ja keine weiteren Fragen offen, aber du hast ja auch also deine Kontaktdaten, kann man sich ja dann an dich wenden, wenn man noch Detailfragen hat. Ja, sind hinterher in den Unterlagen. Genau. Ja, Dankeschön Dank für die Möglichkeit vorzutragen. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke dir auch, Jörg. Ciao.